Du schon wieder. Ja, du bist ja schon wieder völlig... Du weißt, du kommst immer so gelegen, dass es so... Ja, weil du völlig außer Puste bist. Ja. Ich wollte nur kurz was... Ja, schnauf erst mal aus. Warum kannst du nicht ein bisschen warten? Ich warte mal noch ein bisschen. Ich mache mal jetzt mal so meine Gedanken, weißt du. Du kannst ja mit deiner Antwort was auch... Was möchtest du eigentlich von mir? Was ich wissen will, weißt du? Was möchtest du? Ja. Ich zieh dich doch mal an. Ja, zieh dich doch mal an. Weißt du, ja gut, wir als schwule Schuhplattler treten hier mit knackigen Lederhosen aus und du läufst dir mit dem Röckchen durch die Gegend. Also ist doch nee. Jetzt horst mich. Jetzt also, mich. Sag mal. Jetzt horst mich. Das ist eigentlich kein Rock, weißt du? Nicht? Nein, das ist eigentlich eine Hose. Hallo. Ziemlich breit übrigens. Oh, ich zeig's dir, schau mal. Ziemlich breit. Ja. Schau mal, hier ist es. Oh, ja. Ja. Ich will da gar nicht so tief einblicken, um Gottes Willen. Von so vielen Leuten. Das haben übrigens die Hirten, oder tragen sie heute noch, Pferdehirten und so, verstehst du? Ah, weil die ziemlich gut belüftet ist. Und bei ja. Wenn man keine andere Hose drunter hat natürlich, aber ansonsten eigentlich ziemlich gut ach, belüftet. Was? Wie keine andere Hose? Ja, das ist noch vom letzten Auftritt. Achso, du hast schon was. Okay. Du machst mich ganz nervös, wenn du sowas sagst. Weißt du, das darfst du mir nicht sagen. Alles klar. Ich habe Stiefel und dann das Röckchen und dann nichts drunter. Das macht mich ja also wirklich... Oh. Okay, erzähl du weiter. Ich habe dich jetzt völlig durcheinander gebracht. Wahrscheinlich bin ja auch ganz durcheinander. Nein, kein Problem. Du, bloß ich... Naja, du, was hältst du davon? Trink mal noch ein Bier, oder nicht? Ja, ich... Bis wir, ja, okay. Bis wir das nächste Mal drankommen, haben wir noch ein bisschen Zeit, oder? Stimmt. Also dann sehen wir uns gleich draußen. Alles klar. Bis dann. Ciao.